Ja, hallo, da bin ich wieder. Und diesmal zur Nummer 3. Spielst du ein Instrument? Ich habe in frühen Jahren mal angefangen, Geige zu lernen, musste dann aber aufhören aus gesundheitlichen Gründen. Und zwar habe ich hier an der linken Hand ein Überbein bekommen, als es in die zweite Lage ging. Und da konnte ich die Geige dann nicht mehr bedienen, da musste ich aufhören. Ich hätte wahnsinnig gerne damals angefangen, Klavier zu lernen. Das hat sich aber leider nie ergeben. Was Flöte haben kann ich noch spielen, Entschuldigung. an die Schmetterlinge im Bauch, wenn sie verliebt sind? Auch Schmetterlinge? Das geht ja nicht. Hallo? Das war eine Fangfrage, oder? Wer soll dich als Animationsfigur synchronisieren? Wer mich synchronisieren soll? Na, da sollen sich mal ein paar bewerben und dann suche ich mir den besten aus. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Grün oder blau? Grün. Bei welcher Fernsehserie schaltest du sofort um? Oh Gott. Das ist wieder so eine Frage, was ich nicht mag oder was. Ich bin ein großer Sepper am Fernsehen, weil ich bin kein Geduldsmensch. Und wenn ich nicht gleich in eine Geschichte reinkomme oder was, dann seppe ich weiter. Aber ich könnte jetzt keine bestimmte Serie Wofür gibst du zu viel Geld aus? nennen. Ich gebe eigentlich nicht zu viel Geld aus. Ich bin da eher knauserig und pass auf, wofür ich mein Geld ausgebe. Ich kaufe mir keine besonderen sportlichen oder teuren Klamotten für irgendwas. Essen gehe ich eigentlich auch normal. Gebe ich auch nicht mehr als normal aus. Ich habe auch keine teuren Hobbys. Nee, ich spare lieber. Der Aufzug bleibt stecken. Lieber mit Donald Trump oder mit Angela Merkel? Pest oder Cholera? Na, dann nehmen wir mal die Frau Merkel, mit der kann ich mich besser unterhalten. Schon mal ein Promi nach einem Selfie gefragt? Nee. Wie hast du geschaut, als Mario Götze das 1-0 gegen Argentinien geschossen hat? Okay. Danke.